Wir merken jetzt, dass wir wirklich eine Pause vom Vanlife brauchen. Wir haben halt einfach gemerkt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten nicht so glücklich waren. So, wir sind jetzt doch eine ganz schöne Strecke gefahren, aber ich würde sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Wir sind nämlich mal wieder an so einem ganz, ganz typischen Galizien-Stellplatz angekommen, nämlich auf einer Klippe, irgendwo im Nirgendwo, mit diesem Blick. Ihr habt keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Seit Monaten wird es heute mal wieder einen Kuchen geben aus dem Omnia. Und zwar einen aus unserem Kochbuch. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wir haben letztens frische Zitronen gefunden und daraus backen wir jetzt einen Zitronenkuchen in vegan. Ja, richtig krass ist einfach, ich mache gerade ein Workout. Das ist jetzt nicht so krass, aber im Hintergrund sieht man die ganze Zeit die Rauchschwaden. Und das haben wir jetzt schon oft gesehen, allein schon in Nordspanien jetzt dieses Mal, dass es viele Waldbrände gibt. Und man hört ja auch, wenn man mal wieder in die Nachrichten geht, dass Südspanien, Andalusien jetzt gerade richtig Probleme hat und dass das für die Jahreszeit jetzt noch nicht normal ist, dass jetzt schon so heiß ist und solche krassen vielen Waldbrände und auch großen Waldbrände gibt. Und hier jetzt auch schon wieder. Echt krass. Thank you.
So, guten Morgen. Wir haben jetzt großteilig nur gearbeitet, deswegen gab es nicht viel zu filmen. Aber was jetzt gerade richtig verrückt war, ich habe ungelogen mitgezählt 45 Zecken gerade von Frido abgesammelt. Und wir haben jetzt zwar schon so ein Band, aber das ist halt so, naja, so auf Naturbasis, ne? So Lavendel, was auch immer für ein Band, weil wir uns diesmal gegen dieses andere mit ein bisschen Chemie entschieden hatten. Aber wir haben gemerkt, das bringt leider nichts. Deswegen würde er jetzt ein paar Spot-Ons draufkriegen. Und dann hoffen wir mal, dass das was bringt. Weil, ey, so viele Zecken, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben. Also, ich habe das wirklich noch nie erlebt. Und wir wohnen ja in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir schon immer mal viele Zecken selbst an uns gehabt. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Frieda, was sagen Sie zu der Situation? Was sagen Sie dazu? Fühlen Sie sich wohl mit so vielen Zecken? Appalachian sunrise meets my skin. Still close, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Let's do it! Lange Schlange. Uiuiui. So, das ging schnell. Mountain Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden. Kurze Coffee Break war jetzt dringend notwendig. Bevor wir euch gleich einen Ort zeigen, an dem wir auch vor 3 Jahren schon mal waren. Und damals hat der Roadtrip in Galizien für uns angefangen und da waren noch die Humble Hobos und der Count Our Vandalus dabei. Vielleicht der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Und das ist irgendwie cool, jetzt wieder an diesen Spots zurück zu sein. Wir sind mal gespannt, wie es dann gleich vorne sein wird. Aber wir werden sehen, wir nehmen euch mit, jetzt erstmal Kaffee trinken. Wir sind jetzt am Cap Fisterre. Ich habe ja schon gesagt, hier waren wir schon mal vor 3 Jahren. Jetzt ist es natürlich deutlich voller, aber immer noch voll in Ordnung. So ein paar Menschen, das verläuft sich auch gut. Und für alle, die den Jakobsweg laufen, endet es ja so offiziell in Santiago de Compostela. Aber viele wandern dann auch immer noch hierher. Und dann ist so ein Ritual, dass man dann zum Ende seine Wanderschuhe verbrennt und es dann das inoffizielle Ziel von dem Wanderweg ist, vom Jakobsweg. Thank you.
So, angekommen am Stellplatz für heute Nacht. Und es ist super verrückt, weil wir sind am gleichen Stellplatz wie vor 3 Jahren, quasi zweite Nacht damals in Spanien. Und man ist zwar so glücklich, aber eine leichte Melancholie schwingt ja dann immer mit, weil dann erinnert man sich natürlich auch an die Zeit, wie es dann halt war. Und ja, da bin ich auch so dankbar dafür. Und dass das jetzt auch schon wieder über 3 Jahre her ist, ist halt auch einfach so krass. Und damals war das ja alles hier noch so viel kleiner. Und wir haben damals erstmal so angefangen, irgendwie Videos zu machen und auch regelmäßig Videos zu machen. Und dann hat sich das jetzt daraus entwickelt, was sich halt entwickelt hat. Und wir sind da echt einfach super dankbar für. Und ja, genießen das jetzt hier zu sein und freuen uns einfach auf all das, was kommt, wirklich. Weil als wir mit YouTube angefangen haben, haben wir so gemerkt, dass man halt nie weiß, was kommt irgendwie. Und es aber auch irgendwie wichtig war, dass wir offen waren dafür, uns darauf einzulassen und es zu versuchen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen den Sonnenuntergang genießen. Ja, sehen wir uns morgen. Wir gehen jetzt nochmal auf einen Strandspaziergang und wartet mal ab, wenn wir euch den Strand zeigen. Der ist nämlich wirklich so, so schön und gehört auf jeden Fall zu den Top 10 Stränden, würde ich sagen, hier in Galicien. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you. I don't think that you get it. You should go, go and get out. I'll make you regret it. Someone like you should worry about. Maybe it's you who's upside down. And I'm not like you. I don't think that you get it. I don't wanna put on a smile. Everybody expects me to. Suit and your tie, gotta hope that it strangles you. Yeah, I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate. That's so f***ed up. Cause everything you own just ends up owning you. So, dear society, you suck. Say no, I'm not like you. I don't think that you get it. Ausnahmsweise mal den Maulkorb aufgesetzt, weil er ist ja ein Golden Retriever und Golden Retriever sind verfressen. Und ja, hier liegen leider echt viele Muschelschalen am Strand und die möchte er gerne alles snacken und das ist leider nicht so gesund. Deswegen gibt es heute mal einen Fressschutz. Wir sind heute einfach so richtig zeitig dran. Es ist kurz vor 10 und wir sind schon komplett ready. Wir wollen nämlich heute eine längere Strecke fahren. Vielleicht schaffen wir es sogar bis nach Frankreich. Und jetzt müssen wir aber erstmal dringend einkaufen. Unsere Vorräte sind sowas von leer. Das wird ein Rieseneinkauf. Wünscht uns Glück. Einfach so lost. Vertraut niemals Google Maps, Freunde. Wir hätten hier eine schöne breite Straße fahren können. Zur Entsorgungsstation. Wir haben den Fußweg genommen.
wollen die Gelegenheit einmal nutzen und euch das neueste Mitglied in unserer Jackery-Family vorstellen. Das ist nämlich das neue Solar Saga 40 Watt Mini. Das neue S40 Mini wiegt einfach nur 1,2 Kilo und ist trotzdem mit 40 Watt super leistungsstark und damit auch einfach viel leichter und kleiner als bisherige Solarpaneele von Jackery. Das Jackery S40 Mini hat drei Anschlüsse. Das ist ein USB-R-Anschluss, ein USB-C-Anschluss und ein Anschluss, um Powerstations effizient zu laden, und ist extra dafür gedacht. Und wir nutzen es in unserem Van-Alltag, aber am praktischsten ist es auf unseren Outdoor-Aktivitäten und Outdoor-Abenteuern wie Bikepacking-Touren, Kanu-Touren und auch auf zukünftigen Touren mit unserem Backpack haben wir gedacht, dass wir uns das zulegen, weil es einfach super praktisch ist. Das Solarpanel ist wasser- und staubfest und kann mittels Karabinern einfach am Rucksack oder am Fahrrad oder irgendwo sonst befestigt werden, wo man es eben benötigt. Und gleichzeitig kann man es einfach zusammenklappen, sodass es in jedem Rucksack Platz findet. Und wenn du dich davon selbst überzeugen möchtest, dann schau mal in der Videobeschreibung, da findest du den Link. Willkommen in Frankreich, zurück seit wieder ein paar Wochen. Wir sind jetzt doch weitergefahren, als wir es ursprünglich so gedacht haben. Wir haben aber gedacht, so jetzt einen Rutsch einfach mal durch. Und von hier ist unser Ziel noch eine Stunde eigentlich entfernt. Aber mal schauen, wie wir das jetzt angehen. Das Wetter ist halt so cool, deswegen wollen wir unbedingt an den Atlantik nochmal fahren und da noch ein bisschen Zeit verbringen. Aber ihr werdet natürlich dann sehen, wo wir genau landen. Jetzt steht noch ein bisschen Fahrt. Ja, witzigerweise haben wir irgendwie total vergessen, dass heute eventuell ja auch in Frankreich Feiertag sein könnte. Wir haben nämlich nur nachgeschaut, dass in Spanien kein Feiertag ist. Und deswegen ist es gerade auch überall so voll, wie es nun mal ausschaut. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir eher morgen früh dann mit Friede und schönen langen Strandspaziergang machen und jetzt hier parallel zur Düne einmal langlaufen. Mal gucken, wie es hier so ist. Und die Wege sind hier echt super schön und das Wetter ist halt auch einfach richtig toll. Einfach jetzt so 24 Grad, die ganze Zeit Sonne, keine Wolke am Himmel. Einfach richtig schön. Stellplatz. Es war super ruhig. Gestern Abend war es noch extrem trubelig, aber wir haben das jetzt hier richtig genossen und auch so schön gleich in der Nähe von der Düne. Da werden wir nachher auch noch mal hingehen. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee und dann werden wir erstmal arbeiten, weil heute haben wir noch ein paar To-Dos abzuhaken. Und das zeigen wir ja super selten, aber sollten wir wahrscheinlich öfter machen, weil die Frage kommt nämlich sehr häufig, was wir überhaupt machen und ob wir überhaupt arbeiten. Also los geht's.
steht noch ein Meeting auf dem Plan. Da geht es um Absprachen mit einem Kooperationspartner für unseren Blog. Und das muss ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Während Miri das Meeting hatte, habe ich schon das Video geschnitten oder bin halt die ganze Zeit dran am Videoschnitt. Aber jetzt erstmal kurz eine Frühstückspause. Leider alles voll, das heißt, wir füllen jetzt einfach nur noch auf, nutzen das jetzt wenigstens und dann schauen wir uns nach einem anderen Platz um. Ja, schade, aber wir verstehen es natürlich, es ist super schön bei dem Wetter am Atlantik zu sein, bei Feiertagen und Wochenende. Gerade an einem verlängerten Wochenende kann ich da die Franzosen gut verstehen. Es war voll. Wir machen ja wirklich Campingplatz-Hopping. Wir haben schon so viele Stellplätze in den letzten 24 Stunden angefahren. Es ist sehr anstrengend. Aber jetzt haben wir noch einen an und hoffen, dass wir dann doch vielleicht noch einen Platz für heute Nacht bekommen. Ihr glaubt's nicht, wir haben jetzt einen Platz gefunden. Nehmen wir noch einen Schattenplatz? Jetzt suchen wir noch irgendein schattiges Plätzchen uns und dann können wir zur Rezeption kommen. Und der Mann, der die Rezeption anscheinend betreibt, der war auch echt super freundlich. Ne? War jetzt echt angenehm. Ja. Also Plätzchen suchen und wir haben es geschafft. Ich glaube, ich werde verrückt. Ja. So, nach dem ganzen Hin und Her müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen den Kopf frei bekommen. Und wir machen jetzt mal einen Spaziergang und schauen, was wir hier so finden können in der Umgebung. Es war ganz schön voll. Ja, es ist halt auch so heiß. Dass und gleichzeitig noch, dass es so übertrieben voll war, dass man nicht mal in einem Café eigentlich einen Platz bekommen hat. Da haben wir auch noch einen bekommen. Ja. War gerade sehr exhausting. Jetzt gehen wir zurück zum Stellplatz und lassen da den Abend ausklingen. Ja, da haben wir es auch voll schön. Irgendwie. Man muss sagen, der Tag lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Man kann nicht sagen, dass er schlecht gelaufen ist, aber manchmal ist das ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, ihr könnt nachts nachvollziehen, wenn man sich eigentlich Pläne schmiedet und dann so viele Dinge nicht klappen. Dann ist der Tag letztendlich trotzdem schön, aber die Erwartungen werden nicht erfüllt und dann muss man viel bereit sein, umzudenken. Und ja. Heute war es ein bisschen schwer. Ja, irgendwie merkt man auch, je weiter es Richtung Hauptsaison geht und gerade an so Feiertagen, desto weniger spontan kann man eigentlich sein. Ja. Da muss man schon immer ein bisschen planen. Aber wir haben ja das Beste draus gemacht. So, wir kühlen uns jetzt ein bisschen runter hier im Schatten auf dem Campingplatz. Ich wollte noch sagen, dass wir beide momentan so eine Phase haben, wo wir uns einfach ganz, ganz doll auf unsere Freunde und Familie zu Hause freuen und wir das Reisen zwar genießen, also das Entdecken von neuen Orten, aber wir aktuell total merken, dass ja, man hat so viel Freiheiten und man entdeckt jeden Tag neue schöne Orte oder hat die Freiheit, so lange an einem Ort zu bleiben, wie man möchte und weiterzureisen, wenn man möchte. Aber manchmal ist das einem auch, also bringt einem die beste Freiheit nichts, wenn man das vermisst, was man zu Hause hat, nämlich auch mal die Routinen, die geregelten Tagesabläufe, die Treffen mit Freunden. Und jetzt gerade ist wieder so eine Phase. Und wir haben ja schon letzten Herbst gemerkt, dass das Reisen für uns immer nur dann extrem erfüllend ist, wenn es eben eine Waage ist zwischen diesen Möglichkeiten, die man richtig ausschöpft in dem Moment, aber auch dann wieder das Vertraute zu Hause zu haben und auch auf Reisen dann zu sehen, was man eben doch hat zu Hause mit seinen Menschen und Orten, Lieblingsorten. Und deswegen freuen wir uns gerade auch doch
bald wieder Richtung Heimat zu reisen, was nicht bedeuten soll, dass wir es jetzt nicht gerade genießen. Morgen aus Cap-Breton. Wir sind jetzt einmal ein Stück aus dem Ort raus und es gibt hier so eine Gegend, da sind ganz viele Outlets und Cafés und ja, da werden wir jetzt mal einen Frühstückskaffee trinken, würde ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich gönne mir doch noch mal was und habe mir mal ein Hemd gekauft, was so ein bisschen anders ist als sonst Dinge, die ich habe. Das hat mir aber so gefallen. Reingegangen, gesehen, anprobiert, für gut befunden, schön Rabatt mitgenommen und that's it. Welcome to the outlet. Ja, yeah, welcome to the outlet. Sag mal bitte. Wir wollen es alle sehen. Juhu, ich lieb's. Der Move war gut. Sieht doch gut aus. Findest du es auch gut? Ja. So, am Spot angekommen und es ist wirklich ein riesiger Unterschied zu dem Campingplatz gestern. Da haben wir nämlich auch nochmal irgendwie 50 Cent mehr bezahlt gestern, also fast 25 Euro. Heute waren es 24 Euro irgendwas und dafür hat man aber irgendwie einen ganz anderen Service bekommen. Swimmingpool, Foodtruck, was auch immer. Also echt ein richtig krasser Spot. Auch ein bisschen besser gelegen, weil man direkt am Meer ist. Oder, das heißt direkt, man muss so einen kleinen Pfad langlaufen, dann ist man am Wasser. Ist super schön hier. Wollten wir einen Strandspaziergang machen, aber es ist jetzt doch ein kleines bisschen frisch geworden. Es ist nämlich ganz schön windig. Aber Option 2, direkt hinter den Dünen ist ein richtig schöner Küstenwald. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit. Den kennen wir nämlich schon gut und ich glaube, den haben wir euch noch nie gezeigt.
solltet ihr in Ossegor sein. Irgendeinen Campingplatz oder an dem Stellplatz bei La Piste, dann unbedingt mal in den Wald. Nicht nur am Strand lang gehen, sondern auch ruhig mal hier in den Wald gehen, weil wirklich, das ist eine absolute Empfehlung. Zurück am Van. Es wird jetzt zunehmend ganz anders, als der Wetterbericht angesagt hatte, weil es sollte eigentlich bis heute Abend wirklich warm sein und also wirklich warm, also 25, 26 Grad und auch einen Sonnenuntergang geben. Aber das sieht jetzt gar nicht mehr danach aus. Ist aber auch nicht schlimm, wir haben den Tag richtig gut genutzt und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen und dann lassen wir so ganz entspannt den Abend ausklingen. Wir wollten eigentlich gern jetzt draußen essen, ja. Aber ich würde sagen, Planänderung. Müssen wir einfach durchziehen, oder? Einfach draußen essen. Nein. Ey, krass. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir lassen jetzt die Atlantikküste hinter uns und fahren langsam in das Inland Richtung Deutschland wieder. Und so eine leichte Melancholie schwebt jetzt hier gerade mit, weil wir den Ort Ossegor so ein bisschen lieben gelernt haben und die ganze Umgebung. Hier kann man so viel machen, sei es schöne Wanderungen entlang der Düne oder schöne Wanderungen beispielsweise wie gestern in dem Küstenwald. Die ganze Atmosphäre, der Vibe, den es hier gibt, ist einfach so toll. Aber jetzt geht es für uns langsam weiter. Also wir wurden jetzt das erste Mal gewogen, hier in Frankreich, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und es ging quasi nur darum, ob wir schwerer als 3,5 Tonnen sind. Und das sind wir obviously nicht. Also wir haben ja, das muss man eigentlich sehen, wir haben ja den kürzesten Van. Wenn man von außen sieht, sieht man auch, dass wir auf keinen Fall überladen sind. Naja, aber so haben sie uns mal gewogen. War auch mal ganz witzig. Eigentlich hätten wir jetzt schon längst an Bardot vorbei sein können, aber es ist mal wieder soweit. Bardot ist einfach so ein Nadelöhr für Reisende zwischen quasi von Frankreich nach Nordspanien und umgedreht. Und es ist einfach schon wieder so unfassbar viel Stau auf dieser einen Autobahn, die da als Ring außenrum geht und es gibt einfach keine Alternativrouten. Und wir fahren jetzt die ganze Zeit schon irgendwelche kleinen, ich weiß auch nicht, Landschaftsforstwege oder so. Es macht gar keinen Spaß. Ich hoffe, wir kommen da nachher noch gut durch. Wir merken jetzt, dass wir wirklich eine Pause vom Vanlife brauchen und wir wollen gar nicht meckern oder uns beschweren. Wir wissen, was es für ein Privileg ist, dieses Leben zu führen, was wir führen, diese Flexibilität, und dafür sind wir auch super dankbar, dass wir in den letzten Jahren, ja, dass sich das alles so entwickelt
hat. Und wir sind auch jedem dankbar, der uns verfolgt. Und wir freuen uns immer über all die richtig schönen Mails und ausführlichen Mails mit euren Geschichten. Und das ist eigentlich genau das, warum wir das machen. Und danke erstmal dafür. Doch ja, diese Entwicklung und diese Errungenschaft ist wie mit allen Errungenschaften im Leben. Die eine Freiheit öffnet viele Perspektiven und schränkt aber manche Dinge im Leben natürlich ein bisschen ein. Und da ist es immer wichtig, die Waage zu haben. Und wir haben halt gemerkt, dass die Interaktion mit unseren Freunden und unseren Liebsten so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist über die letzten Jahre, weil wir entweder sehr vertieft ins Reisen waren und auch sehr vertieft in die Arbeit, die wir reingesteckt haben, in unsere Buchprojekte, in den Blog, in die Videos. Und da wir nicht wollen, dass diese ganze Distanz größer wird, haben wir jetzt für uns jetzt erst entschieden, dass wir eine Pause vom Vanlife brauchen, einfach um die zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten, zu fördern. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten nicht so glücklich waren beim Vanlife, wie wir es davor auf den Reisen waren, weil die Waage immer so weiter auseinandergegangen ist und die Schere im Inneren zwischen was wir wollen und was wir so ein bisschen müssen. Ich meine, wir müssen das alles nicht machen, aber es hat sich so ein bisschen zu einem Müssen entwickelt. Wir genießen das immer noch, Vanlife zu machen, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Break, brauchen wir erstmal eine Pause und haben zwar ganz viele Pläne jetzt für die nächste Zeit und es kommen auch echt ein paar coole Sachen und ein paar coole Abenteuer und natürlich auch weiterhin Roadtrips, bloß auf einer bisschen anderen Art und Weise. Ja, und wir freuen uns jetzt einfach auf die Zeit an der Ostsee, auf die Zeit mit unseren Freunden und mit unserer Familie. Mehr bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und auch gerne einen Daumen oben und auch einen Kommentar. Wir lieben den Austausch mit euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, weil das kommt definitiv. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure.